jetzt filmt es definitiv. Okay. Zweiter Versuch. Das ist genau das, wenn wir das Zeug live aufnehmen. Also wir sind jetzt gerade kurz vor der Bivetto Trinkhalle. Das ist eine Art Sanatorium in der Nähe von Schuol Tarasp im Engadin. Also wir sind heute recht früh aufgestanden. Um 6 Uhr morgens bin ich aufgestanden. Und ich habe Jonas da bei mir, macht heute eine Kamera für mich und hilft mir mit, ein bisschen zu filmen. Und wir haben uns vereinbart mit dem Präsidenten des Vereins Pro Bivetto Trinkhalle. Die wollen nämlich die Trinkhalle wieder renovieren und wieder Öffentlichkeit zugänglich machen. Momentan ist es nämlich gerade so, dass die einsturzgefährdet ist, vor allem wegen dem Hang rundherum, wenn ich drohe zum Abstürzen, eigentlich laut im Kanton. Und darum kann man eigentlich nicht rein. Aber wir haben die Erlaubnis heute. Wir haben mit dem ein Interview gemacht mit dem Präsi und wir werden reingehen, wir werden filmen, wir werden draussen eine Drohnenaufnahme machen. Und ja, ich nehme jetzt mit. Bevor ich mehr über die Trinkhalle erzähle, muss ich etwas ausholen. Bereits in römischer Zeit war es bekannt, dass gewisse Quellen heilende Kräfte haben und gewisse sind dann auch regelmässig aufgesucht worden. Im Engadin stößt die afrikanische mit der eurasischen Platte zusammen. Ein Vorgang, der die Alpen bildet, aber auch immer wieder für Erdbeben sorgt. Es gibt aber auch Positives. In der Gegend von Schuol Tarasp ist durch die tektonische Aktivität die Dichte von diesen Heilquellen besonders hoch. 20 solche sprudeln nämlich in der Gegend aus dem Fels. Dort, wo heute Bivetto Trinkhalle steht, sind drei verschiedene Quellen zusammengeführt worden. Nämlich Bonifatius, Emerita und Lucius. Schon der Paracelsus, ein Schweizer Arzt aus dem 16. Jahrhundert, hat die Quellen erkannt und beschrieben und ist öfters in die Gegend gereist. Der Anfang vom Tourismus bei der Bivetta fängt ca. 1841 an. Die beiden Herren Olgiati und Gonzetti haben die Quellen bei Tarasp von der Gemeinde pachtet und die Bewilligung geholt, die beim Ufer vom Inn können einzufassen. Mit der Bedingung, dass die Einheimischen gratis Wasser beziehen können. Ein erster richtiger Bau ist um 1843 verbrieft. Zu dieser Zeit steht dort ein Schuppen mit einem Pultdach. Noch nie sehr einladend für Gäste. 1864 hat man dann angefangen, auf der anderen Flussseite ein Hotel und ein Kurhaus im Belle Époque-Stil zu bauen. Damals neumütige Dampfpumpen haben das Quellwasser direkt in die Badeanlage vom Kurhaus transportiert und die Gäste sind in Scharen gekommen. Beflügelt durch den Erfolg hat man den Vorgängerbau bei den Quellen 1875 abgerissen und die heutige Bivetta Trinkhalle in einem Stil von einem Pavillon gebaut. Seit dem 17. Jahrhundert hat sich die sogenannte Trinkkur überall in Europa verbreitet. Man ist an spezielle Quellen gereist und hat das Wasser getrunken, um die verschiedensten Leiden zu behandeln. Häufig hat es den Magen betroffen. Weil man bei dieser Kur viel umeinander gelaufen ist, haben viele von diesen Trinkhallen Anbauten gehabt, wo die Kundschaft hat spazieren konnte. So auch die Bivetta Trinkhalle. In dem Gang ist man aber nicht nur spaziert, sondern hat mit den anderen Besuchern Smalltalk geführt oder bei den zahlreichen Geschäften ein Souvenir gekauft. Ja. Mit Gegengewicht und die sind alle noch drin und die könnte man wieder zu laufen bringen. Die neu gebaute Anlage ist pompös und möchte auch die High Society von damals anlocken. Grosse Bogenfenster zum Fluss und monumentale Kuppeln mit römisch angehauchten Säulen oberhalb der Quellen liefern die notwendige Atmosphäre. Der lange Gang wird mit schön verziertem Arvenholz verkleidet. Von dem ist sogar heute noch ein Teil vorhanden. Die beiden Weltkriege haben das Interesse an den Trinkkuren drastisch geschmälert. Und in der Nachkriegszeit ist man lieber an die Adria als in die Berge gefahren. Und der Ort ist langsam vernachlässigt worden. In den 60er Jahren hat man zwar noch mal einen Versuch gestartet und die Trinkhalle ist im modernen Stil renoviert worden, aber die grossen Zeiten sind vorbei gewesen. Also medizinisch ist das abgelöst worden durch unsere Medizin und Chemie. Also man hat den Magen können kurieren, ohne da Wasser zu trinken, sondern mit der Tablette. Und darum ist eigentlich das Heilwasser der Wert. Ist da im Hintergrund.
Dass wir zwei heute ins Gebäude können, ist nicht selbstverständlich. Die Gemeinde Rasp hat die Anlage nämlich 2004 geschlossen und seit mehreren Jahren ist der Zugang für die meisten Menschen verboten. Einsturzgefahr wegen dem Fels obendran heisst es. Die Trinkhalle fängt langsam an zu verkehren. Ein Steinschlag ein paar Jahre später macht grosse Löcher ins Dach und das Wasser drückt an gewissen Stellen immer wieder rein. Jemand, der die Trinkhalle nicht möchte, weiter verkehren lassen, ist Werner Reichle, Architekt aus dem Kanton Zürich. Ich bin vor etwa 10 Jahren mit dem Hotelier von Vulpera und mit dem Christoph Frösch, der das Kulturhaus betreibt, da unten gewesen. Und die haben mir die Veta gezeigt und ich habe eine Bemerkung gemacht, ich würde mich noch engagieren für das Gebäude, weil es hat mich einfach architektonisch fasziniert. Und dann, vor etwa 8-9 Jahren, haben wir den Verein gegründet, Pro Biveta Tarasch. Und haben mit etwa 50 Mitgliedern angefangen. Heute sind wir etwa 160 Mitglieder. Das Ziel des Vereins Pro Biveta ist es, die Trinkhalle zu renovieren und die Architektur für die Nachwelt zu erhalten. Wichtig ist auch, seit 3 Jahren ist das Gebäude unter eidgenössischem und kantonalem Denkmalschutz in der allerhöchsten Kategorie. Das war vorher nicht. Das hat man irgendwie verschlafen. Und jetzt besteht ein Druck. Also, wenn ein Gebäude in dieser Kategorie unter Denkmalschutz ist, dann ist der Kanton verpflichtet, dass das Gebäude erhalten bleibt. Längerfristig wäre es ihnen auch ein Begehren, sie wieder für die Öffentlichkeit aufzumachen. Die Blütezeit der Trinkkultur vom 19. Jahrhundert wird sich aber wahrscheinlich nicht mehr wiederholen lassen. Es gibt einen Haufen statische Sanierungen. Also zuerst schauen, dass das Haus Ruhe bekommt, also vom Fundament her und von der Bachmauer her, wo sich auch bewegt. Das muss der Fels, der hinten droht, der muss saniert werden und gesichert werden, dass auch öffentlich wieder zugänglich kann gemacht werden. Und nachher ist das Gebäude möglichst denkmalpflegerisch in Originalzustand zu bringen. Bis sie wieder ihre Tore kann öffnen, ist noch viel zu tun. Zu den Zukunftsplänen des Vereins meinte Werner Reichle. Das Haus ist für das Wasser gebaut worden. Und das muss eigentlich für das Wasser, die Wassernutzung muss bleiben. Also die Heilquellen, die Quellfassungen müssen auch saniert werden. Schon vom Lebensmittelinspektorat her. Und also der Betrieb sollte eigentlich weiter bestehen. Dass es aber noch eine Nutzung zusätzlich gibt, also so Souvenirläden kann man wahrscheinlich nicht mehr machen. Aber man kann das kulturell nutzen mit Anlässen, mit Ausstellungen, mit Hochzeiten und mit Konzerten. Also ich denke, so wird es eine Nutzung geben, die hoffentlich selbsttragend ist.